Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Alpen Academy Tourenplanung für euch. Und heute habe ich eine ganz, ganz spannende und etwas verwirrende Anfrage für euch mitgebracht zu einer Tourenplanung. Die ist zwar schon etwas älter, aber ich dachte mir, Anfragen fangen ja nicht an zu schimmeln, deswegen können wir die heute mal durchziehen. Wir möchten als mehrköpfige Gruppe mit guter Fitness, aber unterschiedlicher Erfahrung im alpinen Raum im Sommer eine mehrtägige Hüttentour machen. Dabei würden sich mehrere Tagesetappen von 15 bis 20 Kilometer und ca. 1000 bis 1500 Höhenmeter eignen. Bei geeigneter Hüttenlage wäre es geplant, in etwas kleineren Gruppen jeweils unterschiedlich anspruchsvolle Tagestouren zu machen. Normale Wanderwege plus Hochtouren mit Kletterpassagen oder Klettersteig. Allerdings sollten die Wege zwischen den Übernachtungsstätten ohne großartig exponierte oder technisch anspruchsvolle Stellen auskommen, um den Einsteigern ein anfängerfreundliches Bergerlebnis bieten zu können. Ein gutes Plus wäre die Anfahrt mit den Öffis aus Richtung Stuttgart oder München-Innsbruck. Das ist eine nicht ganz eindeutige Anfrage, aber ich hoffe, dass ich sie richtig verstanden habe. Ich glaube nämlich, wir sprechen davon, dass wir eine mehrtägige Tour haben wollen, auf dessen Weg wir die Optionen haben, anspruchsvollere Touren zu machen, aber nicht unbedingt machen zu müssen. Und ich finde diese Anfrage schwierig, denn da gibt's ja theoretisch sehr viele Möglichkeiten. Aber man ist ja, wenn man als große Gruppe unterwegs ist und dann immer die gleichen Nächtigungsspots haben möchte, ist man natürlich auch sehr eingeschränkt, was dann die Ausdehnung der kleinen Gruppen betrifft. Wir starten also in Kütahya. Und in Kütahya ist es, da kommt man super schnell hin mit den Öffis von München. Mit einem Zug und einem Bus ist man tatsächlich in Kütahya. Und wir starten vom Kütahya aus nach Süden weg. Das Kütahya selber ist relativ belebt, da ist noch relativ viel los. Und dann geht's nach Süden zum Finstertal-Speicher. Und hier haben wir schon die erste Möglichkeit, ein paar Umwege einzulegen, wenn man das dann möchte oder nicht. Und zwar gäbe es die Möglichkeit, beim Finstertalspeicher auf den Sulzkogel zu gehen oder, wie ich es jetzt währenddessen mal geplant habe, auf die Kraspessspitze. Und das ist ein deutlich kürzerer Weg als auf den Sulzkogel, weil man hier beim Abstieg dann auch wieder den ganzen Gegenanstieg hat. Also man steigt hier auf, steigt hier wieder ab und dann steigt man hier erst wieder auf. Das erspart man sich bei dieser Option. Sind beides keine schweren Berge zu besteigen, sind beide bisschen kraxelig, aber jetzt wirklich, das hat mit 1 oder sonst was nichts zu tun. Das heißt, es ist auf jeden Fall für alle was dabei. Dann gehen wir weiter runter und steigen ab zur Schweinfurter Hütte. Die ist recht bekannt und im Sommer sehr beliebt. Sie liegt auch auf dem, ich glaube, es müsste der Zentralalpen-Variantenweg sein. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Aber jedenfalls auf einem der größeren Weitwanderwege. Und da legen wir die erste Nacht ein. Bis dahin sind es, wenn wir uns das Profil schnell mal anschauen, sind es mal 11 Kilometer und da haben wir auch schon ein paar Höhenmeter zurückgelegt. Also wir starten bei 2018 Meter und enden dann auf etwa 3000 Meter, je nachdem, ob und welchen Gipfel wir da jetzt genau mitnehmen. Das heißt, erster Tag, es passen grundsätzlich alle Etappen gerade so oder teilweise auch sehr gut in euer Anforderungsprofil. Jetzt sind wir bei der Schweinfurter Hütte und starten den zweiten Tag. Und da gehen wir dann nach Süden und gehen dann aufs Zwieselbachjoch rauf. Das ist nicht schwierig. Das ist halt auch ein Bergweg. Das hat auch nichts mit Kraxelei oder sonst was zu tun. Es ist nicht sonderlich ausgesetzt, aber es ist einfach ein alpinerer Bergweg. Und steigen dann auf der anderen Seite Richtung Leschhorn wieder ab und kommen dann auf die Winnebachseehütte. Die Winnebachseehütte ist ein super, super Ausgangspunkt, weil dieser Tag insgesamt nicht recht spannend ist, sondern mehr so ein Transfertag ist. Kann man noch auf den Gänsekragen gehen. Das ist der Hausberg der Winnebachseehütte. Der ist in nicht allzu langer Zeit, 1,5 Stunden vielleicht oder sowas, erreichbar, je nachdem wie fit man eben ist. Jedenfalls sind wir hier komplett gletscherfrei unterwegs an Tag 2. Wir haben keine großen Schwierigkeiten. Es ist eine schöne, entspannte Tour, aber auch eine etwas längere Tour. Man kann hier am Weg nicht wirklich was mitnehmen. Diese Felswände hier sind nicht gerade fürs Bergsteigen im klassischen Sinn oder Bergwandern geeignet. Und auch links, also westlich gesehen, gibt es jetzt auch nicht richtig viel zu tun. Deswegen würde ich eher empfehlen, wenn man in einer gemischten Gruppe unterwegs ist, dass man den zweiten Tag nutzt, den Gänsekragen noch zu besteigen. Und dann hat man hier einen schönen Tag gehabt. An Tag 3, das finde ich ist meiner Meinung nach der spannendste Tag jetzt, weil ich nicht ganz verstehe, ob es jetzt darum geht, an einem Punkt länger zu bleiben, wie beispielsweise der Winnebachseehütte, und dann von da aus an mehreren Tagen unterschiedliche Sachen zu machen,
oder ob die Idee ist, immer weiter zu ziehen und am Weg unterschiedliche Sachen zu machen. Ich habe das jetzt so verstanden, wie ich das jetzt zuletzt gesagt habe. Deswegen hoffe ich trotzdem, dass das gefällt, falls es nicht genau das ist, was ihr gemeint habt. Jedenfalls ist es so, dass wir jetzt zwei Optionen haben. Für die Fraktion, die noch nicht so bergerfahren ist, finde ich, ist der Winnebacher Weißkogel eine der einsamsten Sommerbergtouren meiner Meinung nach in der Gegend, aber trotzdem wunderschön, relativ einfach zu erreichen. Es ist eine 1-Plus-Kraxelei, das heißt, es muss auf jeden Fall jemand dabei sein, mindestens eine Person natürlich, die das schon kann und kennt und Erfahrung damit hat. Dann kann man nämlich hier nach Norden gehen und beim Winnebach-Joch hier abzweigen Richtung Ostgrat und da kommt man dann auf den Winnebacher Weißkogel. Das ist eine sehr schöne Bergtour und relativ einsam. Man sollte sie nicht zu früh im Jahr begehen, weil dann liegt noch sehr viel Schnee drin. Das macht das Ganze etwas spannender. Aber gerade wenn man ein Einsteiger ist, kann man sich den Schnee eher sparen. Also wenn ihr das später im Jahr macht, ist das ein ganz cooler Berg, auch mit ein bisschen Kraxelei. Man muss ihn aber nicht mitnehmen. Man kann ja auch beim Winnebacher Joch sagen und beim Winnebacher Joch, man geht einfach geradeaus weiter. Dann hat die Fraktion, die einen Einstieg ins Bergerlebnis haben will, eine super entspannte Tagestour. Und die andere Fraktion, die so ein bisschen Hochtour-Feeling haben wollen und ein bisschen was Spannenderes vielleicht noch erleben wollen, die können nach Süden weiterziehen. Das hat sich ja für mich so angehört, das gäbe da zwei Grüppchen. Und die zweite Gruppe, wenn man das jetzt mal so nennen möchte, hat jetzt nochmal drei Optionen. Entweder sie nehmen den einfachen Weg hier mit oder sie machen die große Runde. Und die große Runde verläuft hier nach Süden weiter und geht dann Richtung Geislehenscharte. Das hier ist ein Gletscher, aber es ist jetzt kein sehr spektakulärer Gletscher, es ist eher ein anfängerfreundlicher Gletscher. Inwiefern es notwendig ist, Ausrüstung mitzunehmen oder nicht, hängt von den Bedingungen ab, hängt davon ab, wie viel Erfahrung man hat, wie gut man den Weg wählen kann, wie man sich orientieren kann und so weiter. Deswegen gebe ich dazu jetzt an dieser Stelle keine Auskunft, weil ich dich und euch natürlich nicht kenne. Deswegen gebe ich dazu jetzt keine Empfehlung ab. Hier geht es jedenfalls in die Geislehenscharte und wer dann sich im zweiten Gelände mit nicht allzu viel Stabilitätsgarantie im Fels noch wohlfühlt, der kann den Nordgrat des Geislehenkogel noch in Anspruch nehmen und den Geislehenkogel besteigen. Sehr schöner Berg. Und von der Geislehenscharte, wenn man hier wieder zurück ist, kann man nach Osten weiter ins Schrankar und dann muss man aber wieder hoch, denn wir müssen ja irgendwie wieder zur nächsten Hütte und euer Anspruch war ja öffentlich anzureisen. Das heißt, ich möchte euch nicht hier irgendwo runter ins Nirgendwo schicken und dann vielleicht noch im schlimmsten Fall ins Skigebiet, um Gottes Willen, sondern wir wollen ja etwas ruhiger unterwegs sein, deshalb nehmen wir die extra Meter in Kauf, gehen hier nicht zur Amberger Hütte, sondern gehen hier wieder hoch, das sind nochmal ein Plus von ungefähr 200 Höhenmeter, ins Lengental Joch, steigen hier wieder ab auf den Gletscher und geht dann alles wieder nach Norden zurück. Lässt dann den hohen Seeblaskogel westlich liegen und geht dann weiter und trifft dann quasi die andere Runde beim Westfalenhaus. Diese Variante ist natürlich ein ganzes Eck länger als diese Variante. Wenn sich die Gruppe hier ganz gemütlich macht, dann könnte sich das gut ausgehen, wenn ein sehr erfahrenes Team hier unterwegs ist, dass man zu ähnlichen Zeiten hier ankommt. Tendenziell würde ich aber sagen, dass die Gruppe über die Winnebach-Joch-Runde sehr viel schneller sein wird und deswegen wird man halt nicht gleichzeitig ankommen, aber man wird definitiv taggleich ankommen. Hier kommen wir mit 1600 Höhenmeter nicht ganz auf die Anforderung, aber wenn ihr durchbeißt, könntet ihr das schaffen. Wenn ihr aber sagt, ihr möchtet lieber was Kürzeres machen, damit sich das ähnlich ausgeht, dann könntet ihr auch die Besteigung des hohen Seeblaskogels in Betracht ziehen. Das Ganze wird dadurch dann erheblich kürzer und es gibt weniger Gegenanstiege, denn dafür geht man einfach hier beim grünen Tatzen vorbei, besteigt den hohen Seeblaskogel und im Abstieg kommt man hier wieder raus. Das ist ebenfalls anspruchsvolles Berggelände. Das hier oben ist ein Firnfeld. Das kann je nachdem, wie die Bedingungen sind, schwierig und leicht sein. Das heißt, ihr müsst auf jeden Fall ausgerüstet anrücken. Aber der hohe Seeblaskogel ist dementsprechend auch ein schöner und nicht allzu oft im Sommer besuchter Berg. Ihr solltet auf jeden Fall, egal ob ihr die lange Variante nehmt oder die kurze Variante, ausgerüstet sein, erfahren sein, sehr, sehr trittsicher sein und dann ist das eine wunderschöne Tour, egal was ihr davon macht. Jetzt treffen wir uns also alle, also nicht wir, sondern ihr, trefft euch alle wieder auf dem Westfalenhaus und damit ist dann im Prinzip der dritte Tag vorbei, also erster Tag bis zur Schweinvaterhütte, zweiter Tag bis zur Winnebachseehütte, der dritte Tag dann bis zum Westfalenhaus und dann der vierte Tag ist meiner Meinung nach auch nochmal ein schöner Abschluss,
weil da kann man auch wieder variieren, wie man möchte. Da geht es nach Norden, zuerst hoch Richtung Schöntalspitze, die lassen wir aber auch links liegen und gehen dann Richtung Oberstkogel. Und wer möchte und noch sozusagen den Strom hat, der kann jetzt dann noch Richtung Zischkeles abbiegen, Zischkeles nördlich absteigen und dann über den langen K-Abstieg hier runter nach Praxmar. Sehr, sehr schöner Abstieg, wird nicht sehr oft genommen. Leider, sehr schade, weil es ist ein wirklich schöner Weg. Und die andere Fraktion, die sagt, mir reicht's eigentlich langsam, ich habe genug Höhenmeter in den Beinen, die können direkt hier runter über den Dreizeiger oder vielleicht noch kurz einen Abstecher über den Oberstkogelgipfel machen. Die Überschreitung des Oberstkogels ist wieder eine etwas schwierigere Angelegenheit, wieder mit ein bisschen Kletterschwierigkeit verbunden, aber das Gipfelkreuz steht etwas davor, man kommt über denselben Weg wieder zurück, ist ein mittlerer Bergweg, keine großen anspruchsvollen Stellen dabei und wer halt wirklich noch den Saft im Tank hat, kann übers Zischkeles nach Praxmar absteigen. In Praxmar gibt es dann wieder einen Bus, der Richtung Grissimsel rein bzw. eben dann nach Innsbruck fährt, womit eine Tour mit Öffis über 4 Tage zu Ende gehen kann, sehr viel Cooles passiert ist und man muss dazu sagen, wer jetzt sagt, ich habe aber mehr Zeit als nur 4 Tage, ich habe auch noch 7 Tage oder was weiß ich Zeit, der kann an den einzelnen Hütten, falls das so gemeint war, nämlich Stopp machen, eine Nacht dranhängen und an dem Tag, den man dann quasi frei hat, noch diverse Touren machen. Hier gibt es wirklich, wirklich viel zu tun. Man kann über die Schöntalspitze gehen, man kann selber nochmal, wenn man die andere Variante gemacht hat, den Winnebacher Weißkogel mitnehmen, man kann auf den breiten Grieskogel. Es gibt wirklich viel zu tun, von einfachen Hochtouren über schwere Hochtouren, komplexe Klettertouren. Es gibt hier so viele Dinge, die man tun kann, da könnte ich ein eigenes Video drüber machen. Deswegen am besten ist es, man geht direkt zu den Hütten, schaut, welche Bedingungen entsprechen denn den eigenen Kenntnisstand. Kann ich das machen, kann ich das nicht machen, liegt da noch Schnee oder nicht? Das ist natürlich jahreszeitabhängig, da kann ich euch jetzt nicht wirklich weiterhelfen. Da müsst ihr dann bei den Hütten fragen und da können euch die Hütten Westfalenhaus und Schweinfurterhütte und alle einzelnen Hütten nochmal viele Tipps geben. Das heißt, wenn ihr doppelt so viel Zeit habt wie diese 4 Tage, dann macht halt nicht 4 Tage, sondern macht 8 Tage und bleibt überall mit einem zusätzlichen Tag. Dann könnt ihr von jeder Hütte aus nochmal eine schöne Tour mitmachen oder eben nicht. Aber das hier als Grundkonstrukt ist meiner Meinung nach sehr, sehr schön für sich alleinstehend. Und wie viel man dann da noch dranhängt, indem man die einzelnen Steps quasi nochmal erweitert und ausbaut, das liegt dann bei euch. In diesem Sinne, ihr findet den Link zu dieser, genau dieser Planung nochmal auch unten in der Videobeschreibung. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, falls ihr neue Tourenvorschläge habt oder Ideen habt, was man gerne so als Tour umsetzen könnte, wo euch vielleicht einfach ein Berg dazu fehlt, ein Name, der da drüber steht. Vielleicht wollt ihr mir das ein oder andere Anforderungsprofil in die Kommentare schreiben, dann kann ich euch dazu vielleicht nochmal eine Tour in Zukunft planen. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch diese Tourplanung gefallen hat und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!